Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt und heute ganz insbesondere liebe Kinder und Jugendliche in unserer Stadt. Ich mache heute ein Special für Kinder und Jugendliche, deshalb auch der Ablauf ein bisschen anders. Ich werde heute keine Zahlen und Daten nennen, sondern ich möchte heute mal auf die besondere Situation für alle Kinder in unserer Stadt und für alle Jugendlichen, für alle Schülerinnen und Schüler in unserer Stadt eingehen. Was ist im Moment anders bei uns? Ihr stellt es fest, liebe Kinder, die Schulen sind zu, die Kindergärten sind zu, fast alle Geschäfte sind geschlossen, die Gaststätten, die Restaurants sind geschlossen, das Kino ist zu, der Sportverein ist zu, alle Sportplätze sind geschlossen und auch alle Spielplätze sind geschlossen, wie hier der Spielplatz im Gessental. Dazu kommt, dass man sich nicht mit Freunden treffen darf, dazu kommt, dass man kaum die Familie sehen kann, also Oma und Opa nicht sehen kann. Und was ich auch übrigens rausgehört habe bei diesen ganzen Kontaktverboten, dass viele Kinder und Jugendliche mir sagen, dass die sich ärgern, dass ältere Menschen sich augenscheinlich kaum an das Kontaktverbot halten und enorm viel in der Stadt unterwegs sind und nicht wie viele Kinder und Jugendliche einfach zu Hause bleiben, so schwer die Situation auch ist. Dann stellt ihr fest, in den vielen Tagen und Wochen, es sind jetzt insgesamt 5 Wochen, wo ihr alle zu Hause seid, dass oftmals Mama und Papa auch mit zu Hause sind und dass auch Mama und Papa vielleicht gestresst sind von der Situation, auch gefordert sind, weil sie selber eine eigene kleine Firma haben, die nicht läuft oder weil in der Firma, wo sie arbeiten, Kurzarbeit angesagt ist, also auch Mama und Papa unzufrieden mit der Gesamtsituation auch sind. Für die, die schon in die Schule gehen, und da ist es egal, erste, zweite, dritte bis hin zur 10., 11., 12. Klasse. Das Lernen in den letzten Wochen war komplett anders. Ihr sollt online lernen, ihr bekommt E-Mails mit Aufgaben. Und ja, ich weiß, es fehlt die Struktur im Tag, es fehlt der gezielte Unterricht. Ich weiß auch von meinen eigenen Kindern, die wünschen sich oftmals neben den Aufgaben auch einen Lehrer zu haben, der ihnen die Aufgaben auch erklärt oder auch mal eine Anfrage gleich direkt im Unterricht beantworten könnte. All das ist derzeit nicht möglich. Dafür gibt es zu Hause mehr Zeit zum Spielen, dazu gibt es auch Zeit, gemeinsam mit den Eltern vielleicht etwas zu kochen, aber es gibt auch Sachen, die fallen, da fällt einem die Decke auf den Kopf, die Hausarbeit, die Geschirrspülmaschine mit ausräumen, das sind alles Themen, die machen euch nicht so Spaß und die gefallen euch nicht. Und was ich auch gehört habe, ist, dass viele sich jetzt freuen, dass das Wetter wieder besser wird und man eigentlich gerne viel mehr draußen sein möchte. Aber seit 5 Wochen leben wir jetzt in einer völlig anderen Welt. Und ich will auch noch mal klar machen, warum leben wir in einer anderen Welt. Seit Jahresbeginn gibt es ein neues Virus und dieses Virus heißt SARS-CoV-2-Virus. Und dieses Virus kann eine Krankheit auslösen, wenn man an der erkrankt. Heißt, die Krankheit heißt Covid-19, alle kennen sie unter Corona, aber Covid-19 ist der richtige Begriff. Und das große Problem an dieser Erkrankung ist, es gibt keine Medizin, es gibt keine Medikamente, mit der man die Krankheit bekämpfen oder heilen kann. Dementsprechend habt ihr bestimmt in den letzten Wochen auch die Bilder gesehen aus China, aus dieser großen Stadt, wo innerhalb kürzester Zeit ein großes Krankenhaus gebaut wurde, aus Spanien, aus Italien, aus New York, wo Krankenhäuser aus allen Nähten platzen, wo die Menschen auf den Fluren liegen und die Ärzte und die Pflegerinnen nicht mehr wissen, wie sie die Menschen behandeln können oder sollen, weil Beatmungsgeräte fehlen und vieles mehr. Und genau das ist der Grund, warum wir in ganz Deutschland und auch bei uns in Gera seit 5 Wochen sehr strenge Regeln haben. Weil genau das wollen und müssen wir vermeiden, dass es genau zu diesen Szenen in den Krankenhäusern kommt. Wie wollen wir das schaffen? Erstens über das Kontaktverbot, indem wir soziale Kontakte auch zum Freund, zur Freundin, zu den Kumpels so weit wie es geht reduzieren, da wo es nicht nötig ist, weglassen. Wir konnten deswegen an Ostern auch nicht gemeinsam mit Oma und Opa vielleicht die Ostertage verbringen, wie ihr es alle gewohnt wart. Denn wenn viele Menschen auf einmal sich infizieren, dann schaffen wir es nicht mehr, diese schwierige Situation auch zu handhaben. Und deswegen das allerwichtigste Gebot der letzten Wochen war, und das wird auch die nächsten Wochen noch so bleiben, ist die Vermeidung der sozialen Kontakte, damit wir möglichst wenig Menschen untereinander infizieren. Und nur so schaffen wir es, Leben zu retten. Und nur so schaffen wir es insbesondere bei den Risikogruppen, das sind meist ältere Menschen, deren Leben zu schützen.
Aber nach 5 Wochen, wie geht es jetzt weiter? Es ist jetzt vorgesehen, dass wir die strengen Regeln etwas lockern. Am Wochenende, jetzt am kommenden, ab Freitag, werden viele Geschäfte wieder öffnen können. Das heißt, man kann wieder etwas mehr einkaufen gehen. Wir werden ab dem 27. April für euch den Hofwiesenpark, den Küchengarten, auch den Tierpark öffnen können, damit wir wieder draußen auch unterwegs an der frischen Luft sein können. Wir werden auch ab Mai beginnend langsam wieder die Schulen in ihren Betrieb begeben. Das wird beginnen mit Abschlussklassen und dann wochenweise wird das zunehmen. Es wird auch ab Mai beginnen, dass wir ganz sanft und ganz bedacht auch die Kindergärten wieder öffnen. Warum dauert das so lange, denkt ihr euch jetzt vielleicht? Ganz einfach, weil es wird nicht den Schulunterricht geben, wie ihr ihn vorher kanntet. Es wird da auch Abstandsregeln geben müssen, es wird besondere Hygieneregeln geben müssen. Und das muss alles vorbereitet sein, das muss alles eingerichtet sein. Und deswegen beginnen wir jetzt zuerst mit den Abschlussklassen die Prüfung schreiben. Und ganz wichtig, überall da, wo wir uns in den nächsten Wochen in geschlossenen Räumen aufhalten, zum Beispiel in der Schule, zum Beispiel auch in Bus und Bahn, da ist es wichtig, dass ihr euch selber auch schützt und euch eure Gegenüber schützt, indem ihr eine Mund-Nasen-Maske tragt. Wenn ihr noch keine habt, könnt ihr euch ruhig selber auch zu Hause mit Mama oder Papa oder Oma oder Opa nähen. Es muss keine medizinische Maske sein, sondern im Zweifelsfall reicht auch der Schal, einfach um euren Mund zu schützen, dass wenn ihr hustet, damit nichts nach draußen geht und so man die Ansteckungsgefahr deutlichst reduzieren kann. Denn wovor ich mich fürchte, ist, dass wenn die Zahl der positiv getesteten Personen wieder deutlich zunehmen würde, dann kann ich euch eins versichern, dann müssten wir die jetzt etwas lockeren Regeln auch wieder verschärfen. Jetzt geht ja eigentlich wieder die Schule los und ich weiß, dass viele Lehrer euch wieder mit neuen Aufgaben versorgen. Insofern, gerade für die, die jetzt in der Schule sind, gibt es auch noch ein paar Tipps. Wir blenden dann im Text noch eine YouTube-Seite, wo auch Corona für Kinder nochmal erklärt wird. Und es gibt auch ein Familienportal aus einem Ministerium in Berlin, wo Tipps und Tricks rund um Corona dabei sind. Ich weiß, dass viele Kindergärten auch eigene Homepages haben, wo Beschäftigungsangebote darauf sind, wo man Sachen selber nachmachen kann. Ihr könnt Steine bemalen und die am Rondell im Hofwiesenpark auslegen. Viele tolle Sachen und für Kinder in Not möchte ich ganz doll appellieren, wenn ihr Sorgen habt, weil es euch nicht gut geht. Zum Beispiel vom SOS Kinderdorf gibt es eine Telefonnummer, die rund um die Uhr geschalten ist, wo ihr anrufen könnt, wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr Probleme zu Hause im familiären Umfeld habt, unter der 0176 126 05 271 könnt ihr immer anrufen. Rund um die Uhr ist jemand da, der für eure Sorgen zur Verfügung steht. Damit es euch nicht vielleicht auch in den nächsten 14 Tagen noch zu langweilig wird, ich lobe hiermit offiziell eine kleine Challenge aus. Bis zum 30. April schickt mir euer Bild, ein Bild, was euch beschäftigt, A4, A3, malt ein schönes Bild rund um Gera, rund um Corona, was euch beschäftigt, schreibt den Namen mit dazu auf der Rückseite, wo wir euch erreichen können, gebt das Bild am Rathaus beim Pförtner ab, er wird es mir geben. Ich möchte dann danach, sobald es geht, eine große Ausstellung all dieser Bilder machen, um zu zeigen, dass wir auch starke Kinder, starke Jugendliche in unserer Stadt haben und für die ersten 100 Einsendungen wird es einen Eisgutschein geben. Also insofern macht mit, habt Spaß, malt mir, was euch beschäftigt. Ich bin begeistert und gespannt, was da kommen wird, weil ich weiß, ich habe tolle Kinder in unserer Stadt und ich werde dazu noch mal extra was veröffentlichen mit den genauen Rahmenbedingungen. Ich freue mich darauf, macht mit und für heute sage ich euch Kindern, euch Jugendlichen in unserer Stadt, wir bleiben diszipliniert. Ihr habt uns schon gezeigt, wie gut wir das können. Ermuntert eure Eltern, eure Omas, eure Opas, alle dabei mitzumachen. Denn nur so kommen wir bald aus dieser Situation heraus. Vielen Dank, herzlichst. Und heute sage ich nur, euer Julian von Arp.